Morgen, ich bin Leon Beckhaus und ich mache Snowboardcross. Wir sind hier gerade in den USA, in Colorado, auf der Vorbereitung zur WM in Utah in einer guten Woche. Und jetzt ist 7 Uhr morgens, wir fahren dann gleich auf den Berg zum Snowboarden-Training. Und jetzt gerade im Hintergrund bereiten sich alle vor aufs Frühstück, und damit wir gestärkt in den Tag gehen. Jana im Lift nach oben. Wir sind aufgewärmt, werden uns gleich eine Runde einfahren und danach geht es direkt in die Snowboardcross-Strecke. Zuerst werden wir den relativ technischen Start trainieren und danach geht es ab in den ganzen Kurs, der unten raus sehr viele Steilkurven hat, und zum Schluss noch mal ein paar Sprünge. Das werdet ihr dann sehen. Ski Cooper angekommen. Wir sind hier etwa auf 3400 Metern. Dementsprechend geht die Pumpe schnell. Aber es ist saugeiles Wetter, wie ihr seht. Es wird mit Sicherheit ein saugeiler Tag. Das Wetter ist gegen Nachmittag leider schlechter geworden, jetzt schneit es auch richtig. Wir haben die Zeit trotzdem genutzt und haben noch ein paar Startgeraden-Heats gemacht, um da einfach auf der schwierigen Startgerade nach vorne zu kommen. Jetzt geht es gleich heim zum Mittagessen und dann geht es weiter zum Krafttraining. Der zweiten Einheit. Nachmittags stehen jetzt Kraftbeine auf Programm und wir legen jetzt gerade los und wir morgen frei, deswegen kann heute richtig gepumpt werden. So, ich komme jetzt gerade aus der Dusche. Oben bereiten wir gleich das Abendessen vor und unten im Keller in der Garage arbeitet unser Servicetechniker. Der Luca, der macht unsere Bretter einfach extrem schnell, jedes Rennen aufs Neue. Hier sieht man kurz unsere ganzen Waffen, mit denen wir an die Rennen an den Start gehen, mit denen wir die WM bestreiten werden. Und da wird schon auch vorbereitet für die WM. Das ist ein Rennboard, das jetzt schon präpariert wurde, mehrmals gewachst und wieder abgezogen wurde. Jetzt wird es gerade wieder gewachst, damit es frisch ist. Für Solitude. So, wir sind jetzt fertig mit allem. Heute haben wir gegrillt zum Abendessen. Es gibt Grillgemüse, Fleisch und Kartoffelbrei hier. Und genau, das Abendessen mit der ganzen Crew. Und dann geht's noch ein bisschen auf die Couch und dann ab in die Haie.